Okay. Also wir starten heute mit einer kurzen Produktschulung, weil ja alle, die was jetzt neu starten, gedacht haben, ein bisschen eine Übersicht über die ganzen Produkte, weil wir haben ja eine Bandbreite von Serien oder Produkten, wo ich sage, okay, man braucht ja die kompletten Produkte nicht bei der Hautpflegeberatung, man muss sie ja auch nicht bei sich haben oder selber verwenden oder alle durchprobieren. Gell? Und jetzt gehen wir kurz und knackig. So knackig es geht, durch, also jetzt nicht 100 Inhaltsstoffe, einfach nur ein bisschen sagen, für wen ist das Produkt, wen kann ich das empfehlen und für was für einen Hautzustand ist dieses Produkt, gell? Dass man einfach, ich glaube, ich muss mich groß machen, sonst wird man mich in der Aufzeichnung wahrscheinlich nicht sehen. Okay. Ja, starten wir gleich mal. Ich hoffe, ihr habt alle den Produktkatalog zur Hand. Ich habe Zettelwirtschaft, weil alle meine Produktkataloge leider, oder Gott sei Dank, meine Geschäftspartner gekriegt haben. So, erste Seiten. Ich glaube, das fängt gleich mal an mit der Age-Lock-Serie. Ja, wenn ich da richtig bin, Anja. Ja, genau, wobei es jetzt Ja. in ganz Neichen, ich habe der Angela heute nämlich die Online-Version geschickt, da wird sogar kurz die Nutri-Essentials erklärt, habe ich gesehen. Am Anfang? Geil, Angela, Okay. oder? Hast du das gesehen? Sie schaut. Der Also neueste das ist Katalog echt, genau, online, das gell, ist echt meinst du eine jetzt? gute Info. Man kann bei Nuskin einfach im Webshop einfach Katalog eingeben und dann muss man im Text schauen und da kann man sich diesen neuen Online-Katalog immer runterladen, den Kids ja wirklich an Kunden senden. Also, die Version, die du mir geschickt hast, da ist das Age Lock als erstes. Okay, dann habe ich wahrscheinlich Ah eh die doch. neueste, weil ich es noch nicht so lange Aha, her, wo ich es okay, dann. ausgedruckt habe, gell? Also, Okay. genau. Age Lock Serie beinhaltet wen? Schaum, Reinigungsschaum, es ist ein Reinigungsschaum mit einem integrierten Gesichtswasser. Ja, für die Hautpflegeberatung wird er eigentlich empfohlen zum Vorab reinigen. Ist ganz ein feiner Schaum, wird jetzt nicht bohrentief oder intensiv reinigen, also wirklich für ganz feinbohrige Ältere. Das Age-Lock-Serie ist ja spezifisch für Kundinnen ab 35 steht drinnen. Ja, ist eine preisklassige oder höherklassige Linie. Ich sage einmal so, der Age-Lock-Schaum, ich weiß die Preise jetzt nicht auswendig, aber ich sage, heute machen wir keine Preise, weil ja eh sowieso ab Juni die Preiserhöhung ist. Da müsst ihr dann eh noch einmal schauen, euch orientieren und vielleicht neu eintragen im Katalog. Gell? Der Schaum, ja, man macht so drei Pumpstöße raus, ist wirklich ganz was Feines auf der Haut zum Vorabreinigen, ob die Kundin jetzt geschminkt ist oder nicht, ist eigentlich dann egal. Mit einem integrierten Gesichtswasser, ganz ein feinbohrige, vielleicht ganz wenig Unterfettgewebe, also vielleicht wirklich ab 50, 55 gebe ich diesen Schaum als Reinigung, vielleicht als Spray-Reinigung das Micellenwasser dazu. Also wirklich, wenn ich sage, da sieht man fast keine Bohren, dann kann ich der Kundin das geben. Oder sie sagt, okay, 2-in-1-Produkt, ist ein Gesichtswasser integriert, kann ich das super verwenden. Also wirklich, wo man keine Bohren sieht, wo das, die Haut wirklich dünn ist. Ja, trockene oder meistens die ganz trockenen Typen, also wirklich ganz die ältere Haut, da gebe ich das. Gell? Für die Hautpflegeberatung natürlich kann ich vorab reinigen, die Kundin schön aufmassieren mit dem Schaum, weil ich dann sowieso mit dem Lumi weitermache. Gell? Eine Age-Lock-Serie, dann haben wir noch die Tagescreme mit einem Lichtschutzfaktor 22, da muss ich dazu sagen, ja, ich habe Kundinnen, die sind nicht ganz feinbohrig oder haben wenig Unterfettgewebe. Das ist ganz ein feinmolekulares Produkt. Ich muss sagen, wenn ihr das auftragt, das ist fast so wie ein, ja, ist nicht cremig, es ist fast so wie ein Solution, also wirklich ganz ein feinmolekulares Produkt, geht sofort in die Tiefe. Man kann das auch der Kundin schön einmassieren. Ja, fast wie eine Primer-Wirkung. Dadurch ist es wirklich seidig glatt. 22er Lichtschutzfaktor, ein ganz ein tolles Produkt. Muss ich natürlich auch schauen, wenn man zu Unreinheiten neigt, zwar Fältchen hat, aber zu Unreinheiten neigt, ist dieses Produkt vielleicht nicht so geeignet, weil es schon auf der reichhaltigeren Seite ist. Also wirklich auch wieder für die feinbohrigen, für die ja, reiferen, für die reifere, ältere Haut geeignet. Gell? Dann haben wir die Age Lock Night. Da wiederum auch ganz ein feinmolekulares Produkt. Wenn es aufschmierst, das ist auch wirklich ganz, ganz seidig.
ist sofort in der Haut drinnen, die Haut nimmt das super toll auf. Da muss ich sagen, ich benutze es selber, neige zu Unreinheiten, bin eigentlich groß, gemischt, porig, habe da überhaupt gar keine Probleme. Auch unser feinmolekulares Produkt, Zellerneuerung, unterstützt natürlich Verfärbungen, aber Linien und Falten, ja, als Nachtcreme. Auch ganz ein tolles. Und was da auch noch dabei ist, das Future Serum. Da muss ich sagen, das ist ein hochpreisklassiges Serum aus der AgeLock-Serie, kostet im Verkauf 235 Euro. Also das ist ein Serum mit Hyaluron, Tiefenfeuchtigkeit, aber Linienfältchen, Verfärbungen. Also ganz, ganz ein tolles Produkt. Es ist ganz anders als unser anderes Feuchtigkeitsserum, das länger auf der Haut steht. Da merkt man natürlich, umso feinmolekularer das Produkt, umso mehr geht es in die Tiefe. Gell? Also ganz was Hochwertiges, wenn du eine Kundinnen habt, die wirklich schon vielleicht eine Pflegeroutine haben, vielleicht schon etwas bessere Kosmetik gewöhnt sein und dann wirklich was Hochwertiges haben wollen, dann natürlich auf diese Serie verweisen. Habe ich da jetzt was vergessen? Nein. Dann kommen wir aber schon zum Boost, ist das nächste, gell? Wenn ihr das richtig sehe. Unser Boost, eben mit dieser Wechselstromtechnologie, dazu das Activating Serum, feinere Poren, Linien, Falten, Pigmentstörungen, aber auch Unreinheiten ganz, ganz toll, weil sie eben dieses Niacinamid drinnen hat, was entzündungshemmend wirkt. Einmal am Tag anzuwenden, 3 Pumpstöße vom Serum aufgeben, nach der Reinigung, nach dem Gesichtswasser, wichtig, dann auftragen, also nach dem Augenaufsatz, Augencreme zuerst, dann kommt der Boost, auftragen, verteilen, einschalten. Gell? Der hat eben diese Wechselstromtechnologie, wo alle 2,4 Sekunden von positiv auf negativ gewechselt wird und dadurch regt er die Haut intensiv an, dass die Haut sich nicht gewöhnen kann und die Haut denkt immer, oh, wieder was anderes, weil wenn man immer so eine Pflegeroutine hat, die Haut gewöhnt sich dran und man hat diese tolle Steigerung nicht. Und beim Boost hat man aber genau das. Durch diesen Wechselstrom wird die Haut noch mehr angeregt, noch schneller die Zelle zu erneuern und frische, pralle Haut nach vorne zu bringen. Also auch Pigmentflecken, Pigmentstörungen, dass diese abgestorbenen Hautschüppchen, was auf der Haut sein, immer schnell weg gehen und sozusagen die neue, pralle Haut nachkommt. Ja, also auch im Linienfaltenbereich, aber natürlich eher beim Recheck anzubieten als bei der normalen Hautberatung, weil Hautberatung, sage ich jetzt, ein Pflegeeinsteiger vielleicht, dass einmal das Grundgerüst passt und dann beim Recheck vielleicht den Boost. Ja, also da muss ich mal schauen, natürlich muss die Haut gereinigt werden, es muss ein Gesichtswasser verwendet werden und dann kann ich natürlich sagen, okay, das wäre was für diese Kundin, dann den Boost zu empfehlen. Was ich immer abrate, ich meine, ich rede jetzt nur von mir, wenn jetzt eine Kundin mir anschreibt und sagt, sie möchte unbedingt den Boost haben, dann frage ich immer drauf, was sie für Pflegeroutine hat. Man sollte halt ein bisschen fragen, also wie gebe ich jetzt nur den Boost aus? Ich weiß gar nicht mehr, was die reinigt, was sie für eine Pflegeroutine hat, was sie für eine Produkte verwendet und dann ist das Ergebnis vielleicht nicht toll. Und dann hast vielleicht, das Produkt ist nicht gut. Also die Kombi muss passen, die Reinigung muss passen, zweimal täglich und einmal täglich dann den Boost. Ich muss sagen, meinen Kundinnen sage ich eher am Abend, weil wir haben ja jetzt dann schon eine starke Sonne, wir haben Säuren drinnen. Da sage ich auch, wenn der Lichtschutzfaktor ganz, ganz hoch ist, gibt es natürlich Hauttypen, die könnten auf das reagieren. Ja, ich verweise da oder betreue die Kundin, bin mit ihnen in Kontakt, dass ich da wirklich immer schaue, dass das auch passt. Ja? Gibt es eine Frage? Ihr könnt gerne das Mikro einschalten, wenn ihr zu irgendeinem Produkt eine Frage habt. Die Angela hat gerade gefragt, eben wann, und ich habe jetzt gesagt, ich mache es eigentlich in der Früh. Ja, es wird angeraten am Morgen. Es wird angeraten. Genau, weil die Wirkung natürlich gewisse Stunden auch am effektivsten ist, sage ich mal. Und ich finde einfach, nachher, wenn ich mich schminke, ist es einfach nur mal, die Haut ist einfach nur mal anders. Es ist nur mal eine bessere Grundlage für die Schminke danach, finde ich persönlich. Ja, ich habe Kundinnen, die den Boost benutzen und die sind viel an der Sonne, haben dann nicht nachgeschmiert und haben dann natürlich bei der Haut die Reaktion gehabt. Gell? Mhm. Oder es war einfach zu viel für die Haut und sie haben vielleicht zu vieles an Produkten verwendet und natürlich die Umstellung dann auf die intensive Sonne und dann habe ich halt verwiesen, dass man halt eine Zeit lang dann eher am Abend macht. Weil wenn man immer die Routine hat und das eh jeden Tag macht, ja, dann ist die Haut ja das sowieso gewöhnt und ich habe sowieso diesen Prozess, diesen Zellerneuerungsprozess. Das ist vielleicht nur am Anfang oder wenn man es nur sporadisch verwendet, wenn ich sage, unter Make-up, da bin ich schön glatt. Aber wenn ihr das wirklich konstant jeden Tag einmal verwendet, dann schaut natürlich das Ergebnis auch anders aus. Ja. Mhm.
Sag ich jetzt so, ich sage es meinen Kundinnen, weil eher ein bisschen arbeiten wir da mit Säuren, wenn da nicht mindestens die Complexion Protection draufkommt. Und die vielleicht dann sagen, ja, ich habe eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor, wo vielleicht 20 ist, da muss ich sagen, das ist zu wenig. In Kombination mit dem Boost. Aber da muss ich mal schauen mit meiner Kundin, wie geht es ihr, wie passt ihr überhaupt am Anfang. Also ganz, ganz wichtig. Dann kommen wir schon zum nächsten Produkt mit Strom, mit galvanischem Feinstrom. Unser Galvanik. Vier verschiedene Aufsätze. Funktionieren tut er, ja, er hat auch einen Strom, aber ganz einen anderen Strom als der Boost. Der Boost wechselt eben von positiv auf negativ. Der galvanische Feinstrom ist eben ein gleichbleibender Strom. Da sind vier verschiedene Aufsätze. Der Galvanik ist eben fürs Gesicht zu verwenden, kann man aber auch für den Körper verwenden. Da gibt es einen Körperaufsatz mit leichten, ja, ist ein kleiner Aufsatz. Man könnte sozusagen kleine Verspannungen, kleine Narben damit natürlich auch bearbeiten. Ja, was wichtig ist, galvanischer Feinstrom wird einer Physiotherapie angewendet, der regt sozusagen das Gewebe an. Ich schalte den ein, da gibt es verschiedene Stufen für gewisse Produkte. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht. Man kann sozusagen weiterschalten, da sieht man immer die Punkte und das sind die Minuten. Es gibt verschiedene Produkte, wäre ja gleich was dazu sagen. Ja, ich halte ihn drauf, ich befeuchte meine Handfläche, damit der Kontakt passt. Wenn ich es bei der Kundin mache, muss ich die Kundin berühren, damit der Stromkreislauf sozusagen durch uns beide fließt. Ganz, ganz wichtig, Herzschrittmacher, Schwangerschaften oder irgendeine Herzrhythmusstörung, Epilepsie, natürlich ganz wichtig. Also das vorab abklären, auch irgendeine, ja, ich sage, zu hoher Blutdruck oder zu niedriger Blutdruck. Ich meine, hoher Blutdruck eher, das senkt es ein bisschen, weil es besänftigt, auch den Blutdruck senkt. Wenn ein Blutdruck zu niedrig ist und die Person zu, ja, ich sage einmal, älter ist als 65, würde es nicht anwenden. Weil da kann schon sein, durch einen Strom, das beruhigt und die Kundin denkt dann, sie kriegt Kreislaufprobleme. Also da einmal auf keinen Fall. Bitte? Ist das beim Boost das der gleiche Fall? Muss man da auch achten auf das? Oder genau, muss ich ja vorab abklären, weil wir ja auch mit einem Strom arbeiten, also auf keinen Fall irgendeine Herzsachen, Herzerkrankungen, Herzschrittmacher, Schwangere, Stillende. Ja, sage ich mal so, okay. Es wurde nicht an denen getestet und ich empfehle es nicht. Wenn es eine unbedingt haben will, soll es mit ihrem Arzt abklären. Ja, aber ich wende es bei keiner an, auch wenn sie sagt, ach du gleich, das geht schon. Also auf keinen Fall. Und ich rede und habe mein Mikro nicht an. Und metallische Implantate auch nicht, gell? Ja, also ich frage das immer standardmäßig. Schwangerschaft, bist du schwanger, hast du irgendwelche Herzrhythmusstörungen, irgendwelche Herzprobleme oder eben irgendwelche metallischen, ja, wenn du irgendwelche metallischen Teile hast. Wobei, wir haben ja schon gehabt mit Draht drinnen und Zahnspange. Da kann es jetzt sein, dass du ein bisschen einen Metallgeschmack, glaube ich, im Mund hast. Es passiert so jetzt nichts. Ich zum Beispiel eine Krone, und muss sagen, habe dann immer auf der Stelle im Gesicht, gell, ist in dem Bereich, nein, in dem Bereich, Entschuldigung, habe dann immer diesen komischen Geschmack. Ist natürlich, ja, ich mache es dann trotzdem. Wenn ich jetzt sage, Zahnspange, da wird es natürlich problematischer sein oder größere Implantate, wo ich sage, ja, da kann es natürlich schon sein, dass es eine Reaktion gibt oder vielleicht der Körper irgendwie irgendwas abstoßt. Es gibt viele, die diesen Galvanik verwenden bei Entzündungen. Ja, wirklich Sachen, wo ich sage, da habe ich irgendwo eine Riesenentzündung drinnen, Nebenhöhlenbereich. Also es gibt viele, die es ab, wo es gar nicht von Nuskin empfohlen wird, mit diesem galvanischen Feinstrom sozusagen Entzündungen lösen, dass der Körper das dann abtransportieren kann. Man kann natürlich auch im Gesicht, jetzt sage ich, zuerst die Lymphe aktivieren oder eben am Körperbereich, den Bodygalvanik sage ich nachher gleich, dass man eben den Abtransport durch Talgeschlacke beschleunigen kann, über die Lymphe natürlich auch mit unserem Lumispa, wichtig, Wasser trinken, eben die ganzen Sachen einhalten, dann eben Hand anfeuchten, der Kontakt. Dann schaltet man das gewisse Programm ein, was man eben bearbeiten möchte. Dann haltet man drauf und dann wartet man, bis der Galvanik piepst. Man spürt den Strom nicht. Ich meine, ich muss sagen, ich spüre ihn. Es ist ein bisschen so ein schummriges Gefühl. Und dann piepst er alle 20 Sekunden und dann weiß ich, okay, er funktioniert. Er schickt sozusagen einen Strom in die Haut. Er misst dann die Hautdicke
und schicke das dann zurück und dann weiß er ganz genau, wie viel Strom er sozusagen bei meiner Haut dann in die Haut schicken muss. Wichtig ist, der galvanische Feinstrom, der aktiviert die Hautschichten oder die Hautzellen, dadurch wird das angeregt, mehr durchblutet und dadurch können die Produkte tiefer ins Gewebe geschleust werden. So funktioniert das Ganze. Natürlich auch, wenn ich jetzt sage, ein Muskelgel schmiere ich auf, dann bearbeite ich das mit dem Galvanik, kann natürlich auch das Kontaktgel drüber geben und kann dann Verspannungen lösen. Also es ist nicht nur jetzt für die Reinigung, Tiefenreinigung, Falten und etc., also wirklich auch zweckentfremdet, kann man es zweckentfremden. Jetzt komme ich dann schon zu den Ampullen. Da ist eben dieser Aufsatz, der so ausschaut wie ein kleines Bügeleisen. Jetzt muss ich nur schauen, da habe ich meine Ampullen. Da gibt es eben zwei verschiedene Ampullen. Einmal die weiße. Da gehe ich eben auf Stufe 1, trage das aufs gereinigte Gesicht. Fordern eben diese 3 Minuten. Da werden alle Talgeschlacke in der Haut gebündelt. Man wascht es dann runter. Dann kommt die Ampulle 2. Gibt das auch auf vorne auf den Galvanik rauf. Verteile es im Gesicht. Tue auf Stufe 2 und fordern meine 5 Minuten, dann werden alle Talge, die was gebündelt worden sind, herausgezogen und gleichzeitig, also plus, minus, Tiefenfeuchtigkeit eingeschleust. Also das ist wirklich zur Tiefenreinigung, diese Ampullen. Unterlagerungen, natürlich braucht es immer Zeit lang, bis man das auch rauskriegt, aber ich muss sagen, extrem feine Bohren danach, Anti-Aging, Tiefenfeuchtigkeit, also ganz ein tolles Produkt. Natürlich auch dementsprechende Kundinnen, die natürlich schon eine Routine haben. Reinigung ist natürlich immer wichtig vorher, man nicht auf die ungereinigte Haut mit dem Galvanik. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Aufsatz. 4 verschiedene Aufsätze gibt es. Ich weiß nicht, wenn da jetzt alle gezeigt, ich glaube nicht. Dann gibt es noch den Haaraufsatz. Da kann man zum Beispiel das Nutriol-Serum, dünnes Haar. Es wirkt wie ein Wimpernserum sozusagen. Man gibt es auf die Kopfhaut und kann dann mit der Stufe 4 arbeitet man das in die Kopfhaut ein. Durch den Strom wird dann die Kopfhaut angeregt, durchblutet und dadurch wird dieses Serum dann noch tiefer in die Kopfhaut eingeschleust. Ja, also ganz was Tolles. Natürlich, wo ein Glotzen ist, wenn dann keine Haare wachsen, feine Härchen werden gestärkt, dadurch werden sie länger und kräftiger. Ja, und dadurch hat man mehr Fülle. Wo natürlich keine Wurzel mehr ist, wird natürlich auch kein Haar wachsen. Das muss ich natürlich dem Kunden einmal dazu sagen. Okay, eine Frage zu dem Gerät. Super, passt. Dann kommen wir schon als nächstes zum nächsten Gerät, das ist der Body Galvanik. Da ist er. Body Galvanik. Für Zellulite, für strafferes Gewebe, für feinere Haut, für Tiefenfeuchtigkeit auch. Diese Erdbeerhaut, einfach das Gewebe festigen, straffen. Es ist danach, schaut viel ebenmäßiger aus, es schaut viel glatter aus. In Kombination natürlich mit dem Shaping Gel und Dermatic Effects. Aber ich will kurz erklären. Habe ich eine Kundin zum Beispiel mit Zellulite, Narbe verbessern, egal. Man kann es am ganzen Körper anwenden, linke Arme, man kann alles bearbeiten damit. Es gibt nur einen Knopf. Ich gebe mir das Shaping Gel rauf, kommt immer darauf an, was für eine Region ich bearbeiten will. Jede Region 5 Minuten. Also linke Arme 5 Minuten, Po, Oberschenkel oder Bauch. Also jede Region 5 Minuten. Ich kann das auf der Couch machen. Ich muss da auch meine Hand befeuchten. Das sind hier die Kontakte. Ich gebe das Gel drauf, schalte es ein und kann dann schon meine Regionen fahren. Ja, zum Beispiel. Nach 5 Minuten geht das selber aus. Ich wische mir das runter. Kann auch den Galvanik feucht abwischen. Also wichtig, auch beide Geräte nicht wasserfest. Es hat zwar einen Stoppel hinten bei der Batterie, aber nur feucht abwischen. Und im Trockenen, also wenn die Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch ist, nicht dort lagern. Wisch mir das Shaping Gel dann runter und danach habe ich die Dermatic Effects. Das ist ganz eine feinmolekulare Body Lotion, die strafft wirklich, die ist ganz seidig glänzend, also jetzt keine Pigmente, sondern wirklich ebenmäßig fein. Also wirklich das Gewebe ist danach schön durchblutet, das nimmt die Body Lotion schön auf. Allein beim Einschmieren merkt man schon, dass die Haut ganz, ganz anders ist. Ja,
Also wirklich diese Kombi. Natürlich auch der Body Galvanic, Schmerzbehandlung, Hexenschuss, Kreuzschmerzen. Natürlich an einem geklemmten Nerv wird es jetzt nicht heilen, aber wenn ich Verspannungen jeglicher Art habe, ganz, ganz ein tolles Produkt. Warum? Weil er viel eine größere Schaltfläche hat als unser Gesichtsgalvanik mit dem Bodyaufsatz. Ich kann viel größere Flächen bearbeiten, bin natürlich auch viel schneller. Ja? Und er hat eine stärkere Stromstärke. Obwohl es auch galvanischer Feinstrom ist, man merkt es auch nicht. Also wirklich ein Piepstader, sie weiß, dass er funktioniert. Und da kann ich wirklich einzelne Regionen bearbeiten. Natürlich auch wieder mit Strom wieder schauen und sich absichern, dass die Kundin, der Kunde jetzt keine Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen, Blutdruck, ältere Personen, Implantate, also jeglicher Ort hat. Und natürlich ganz, ganz wichtig, diesen nicht im Gesicht anwenden. Jetzt haben mich nämlich schon Kunden gefragt, die einfach diese größere Schaltfläche dann im Gesicht verwenden wollten. Also bitte nicht im Gesicht anwenden. Das ist nicht für die Gesichtshaut gemacht. Da haben wir dann die Aufsätze. Die kann man natürlich für den kleinen Galvanik nachbestellen. Ja, ich habe meinen schon ziemlich lang, habe bis jetzt noch keinen Aufsatz nachbestellen müssen. Halten eigentlich lang, wenn man sie natürlich auch gut pflegt und hegt. Nächstes Produkt schon unser Lumispa. Den kennt ihr wahrscheinlich eh alle. Mit den 5 verschiedenen Reiniger. Ja, Reinigung, Poren tief, pumpt aus, Kollagene werden angeregt, Fältchen werden minimiert. Eigentlich kann er alles. Ich muss nur auf die Priorität der Kunden achten. Wenn ich jetzt Falten hat, kann ich das schön ausreinigen, mit der Hebelwirkung nach oben, schön glatt wieder ziehen nach unten und wirklich einigende Kollagene anregen, auch im Augenbereich immer schön nach oben arbeiten. Ganz, ganz was Tolles. Zum Lumia eine Frage? Glaube ich nicht, oder? Lumi kennt jeder, liebt jeder, das passt. Lumi Augenaufsatz oder Lumi Aufsätze, es gibt eben diese 3 verschiedene. Ein harter, dann der normale, der immer dabei ist und der sanfte. Da kann man sich natürlich auch einlesen. Zur Blemischprom habe ich jetzt leider nicht da. Also die Reinigung beim Lumi für Unreinheiten. Da wird laut Nuskin empfohlen, dass man den sanften Aufsatz verwendet, also der mit den Noppen. Ich sollte jetzt auch holen gehen. Der mit den Noppen. Ihr wisst, was ich für einen meine? Okay. Normal to Combo-Reinigung mit dem normalen Aufsatz, aber auch mit dem harten Aufsatz. Ich muss sagen, ich verwende ab und zu den harten Aufsatz, weil einfach eher mehr diesen Peeling-Effekt hat. Natürlich muss man das auch vertragen. Man muss auch schon eine Pflege- und Reinigungsgewohnheit haben. Er ist halt schon grob. Gell? Also eher großbohrige Haut, Männerhaut, wirklich, wo die Haut wirklich dick ist, gell? Wo vielleicht grobe, schon vielleicht viele Ablagerungen sein, wo ich sage, dann gebe ich als Peeling-Aufsatz dazu. Ich habe auch keine Kundin, wo ich diesen harten Aufsatz gebe. Ich sage es nur, ich verwende ihn ab und zu. Dann ein Augenaufsatz, Ideal Eyes Augen. Liebe Angela. Darf ich kurz was fragen? Mein Mann hat nämlich am Bart, also einen kurzen Bart, und weil ich ja mit der Anja gesprochen habe, ob man den auch behandeln sollte, wäre für das vielleicht der harte Aufsatz ganz gut, damit der, weiß ich nicht, besser reinkommt, oder reicht auch der normale? Es reicht der normale. Ich würde sagen, der grobe Aufsatz ist sogar für meinen Mann zu hart. Okay. Ich glaube, der harte Aufsatz ist für jeden Mann zu hart, weil kennt's Männer, oder? Okay. Nein, ich glaube, für den Bart geht auch der normale Aufsatz, der reinigt intensiv. Nicht, dass unterm Bart, wo die Haut vielleicht eher ein bisschen unterpflegt ist bei jedem Mann, da mit einem harten Aufsatz das zu sehr strapaziert wird, irritiert, und dann okay, irgendeine Irritation ist. Was halt dann wichtig ist, ja, wenn man mit dem Lumi im Bart reinfährt, immer ganz, ganz sauber auswaschen. Das kriegt man fast nicht aus. Also da muss man sich wirklich mehrmals dann das Gesicht waschen. Das rate ich halt immer an. Aber da reicht der normale Aufsatz. Also jetzt nur okay, wegen dem Bart, den harten, nein. Ja. Und Männer sind ja auch so, die verwenden ja nicht täglich 2-mal den Lumi. Mhm. Wenn er jetzt schon eine Pflegeroutine hätte und vielleicht schon 2 Jahre den Lumi verwenden würde, dann wäre ab und zu der harte Aufsatz jetzt nichts dagegen anzuwenden. Aber wenn er nur ab und zu das macht, dann war das, glaube ich, für die Haut das nicht so sehr irritierend, würde ich jetzt sagen. Ja? Ideal Eyes Augenaufsatz, Lumi-Reinigung, danach Oberwaschen, Gesichtswasser, der erste Schritt ist immer die Ideal Eyes Augencreme mit dem Augenaufsatz.
gibt es da eine Frage dazu. Also wie gesagt, wichtig ist halt, man kann wirklich übers komplette Auge gehen, also nicht am beweglichen Lid, sondern rundherum, wenn man zu Schwellungen neigt, wirklich nur von innen nach außen. Also sobald der Kunde sagt, sie hat ab und zu geschwollene Augen, dann fahre ich wirklich nur von innen nach außen, schön immer absetzen und wieder aufsetzen. Ganz, ganz sanft, ja, ist wichtig, weil manche gehen in der Augenpartie sehr, sehr grob um. Die Augenpartie braucht wirklich ganz, ganz viel Pflege, weil da haben wir kein Unterfettgewebe. Das heißt, wir brauchen viel mehr Feuchtigkeit. Also auch mit dieser tollen Solution, die da dabei ist, wirklich schauen, dass man genug Augencreme oben hat, jetzt nicht übermäßig viel, dass sich vorne in der Silikonrose jetzt nicht alles sammelt. Aber es gibt auch Kundinnen, die wirklich ganz, ganz sporen und vielleicht nur drei Pünktchen auftun und dann haben wir diesen trockenen Zustand und die feine Haut. Also das kann dann schon zu Reizungen, für Reizungen sorgen. Wichtig auch bei der Hautberatung, wenn ihr es sagt, oder beim Recheck, wenn ihr es sagt, dann wirklich da heben und ein bisschen halten. Gell? Weil da hat man sofort diesen offenen, schönen Effekt schon nach einer Anwendung. Gell? Da Fragen noch zum Augenaufsatz? Dann kommen wir. Okay, Reiniger brauchen wir auch nicht wirklich durchgehen. Nochmal zu Combo, dann gibt es einen für unreine Haut, dann gibt es einen für ölige Haut, dann gibt es einen für sensitiv, aber auch Unreinheiten kann man den super verwenden. Der ist duftstofffrei. Und dann gibt es noch einen Dry-Reiniger. Da muss ich aber immer schauen beim Dry-Reiniger, ja, keine gemischtbohrigen, großbohrigen. Auch wenn die Kundin sagt, ich neige zu keine Unreinheiten. Wenn sie keine Pflegeroutine gewohnt ist, muss ich mal schauen, wie ist die Kombi. Gell? Ist sie wirklich sehr feuchtigkeitsarm? Was tut sie dann noch? Da muss ich wirklich aufpassen, auch mit dem Dry-Reiniger, weil er sehr reichhaltig ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, eine Kundin ist trocken, trocken bin ich auch. Aber wenn ich einen Dry verwende, dann werde ich Probleme kriegen, weil nämlich da dann wirklich es zu reichhaltig ist und dann sozusagen so wie die Unreinheiten rauskommen, so wie wenn man die Haut überpflegt. Ja? Also da reagiert die Haut sofort, zu viele Lipide, da kriegt man natürlich dann Unreinheiten. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Sonst muss ich sagen, ja, ölige Haut würde ich wirklich nur für großbohrige ölige Haut verwenden. Sensitiv, Unreinheiten, da kann ich schauen, okay, ist sie empfindlich, aber neigt sie zu Unreinheiten, da kann ich natürlich den geben, aber kann ich natürlich auch mit dem Ausbildungsleiter ein bisschen absprechen, was den Reiniger betrifft. Aber normal dry ein bisschen aufpassen. Blemisch, Strom, ja, für die Unreinheiten, kommt immer darauf an. Was ich dann nachfolgende Pflege muss natürlich auch intensiv sein, Tiefenfeuchtigkeit, weil der halt schon sehr austrocknet mit Salicyl und ja. Genau, wenn ich da kurz einhaken darf, also die Dry geben wir auch wirklich, ich sage mal 50 aufwärts, so bei den 60-Jährigen ist es perfekt, weil die wollen ja lieber dieses Gefühl, als wären sie nachher eingeschmiert, aber auch wenn zum Beispiel bei der Angela sie eher dazu neigt, sehr trocken zu sein. Also man merkt aber, ihr saugt das alles rein, habe ich trotzdem die Normal-to-Combo geben, weil es ist einfach gründlich reinigt und damit sie keine Unreinheiten kriegt. Aber natürlich muss man dann schauen, dass man einfach wirklich in die Tiefe diese Feuchtigkeit kriegt, dass man Gesichtswasser auf jeden Fall verwendet und einfach eine gute Creme. Also trotzdem natürlich dann Feuchtigkeit zuführen. Natürlich muss man immer schauen, die Kombi. Gell? Es gibt natürlich auch Kundinnen, die eine andere Linie, Serie von einer anderen Firma verwenden. Man muss immer ein bisschen jonglieren, aber da halt auch aufzupassen, so wie die Anja sagt. Vielleicht, wenn man sich nicht sicher ist, wirklich Rücksprache mit seinem Ausbildungsleiter halten. So, dann kommen wir zur True Face Linie. Da haben wir ein Revealing Gel, das habe ich nicht da. Ich muss sagen, habe ich auch noch nie verkauft. Ich kann dazu nichts sagen. Das ist das erste Produkt, wo die Julia nichts dazu sagen kann. Im Endeffekt funktioniert es ein bisschen so wie der Line Corrector. Zu dem komme ich jetzt gleich. Das Gesichtswasser müssen wir holen, aber wäre ein bisschen was so dazu sagen. Was ist das andere da? Line Corrector. Okay, was ist das jetzt? Die Zeit läuft ab in 10 Minuten. Wenn das abläuft, dann werden wir. Müssen wir nochmal einsteigen, gell? Line Corrector, ja, Zündschlüssel der Kollagene sozusagen nach der Reinigung, nach dem Gesichtswasser, kann man den wirklich auf alle Linien und Fältchen auftragen, hat so einen richtigen schönen Dosierer, also wirklich alle Fältchen. Man kann ihn händisch einklopfen, man kann ihn aber auch mit dem Galvanik, mit diesem Aufsatz einarbeiten, mit galvanischem Feinstrom. Also wird dann auch tiefer in die Haut geschleust. Vergleiche immer so, wenn ich ins Bett reinliege, habe ich alles Falten. Wenn ich das Kissen da runterschiebe, dann hebe ich die Falten. Ich sage immer zu den Kunden, oder es ist eigentlich so,
eine Falten ist eine Falten, aber ich kann sie super aktiv ausreinigen mit dem Lumispa. Und wenn ich dann tolle Wirkstoffkosmetik habe, wo ich mit Kollagene, mit lipidhaltigen, reichhaltigen Sachen arbeite, dann kann ich natürlich die Fältchen schön heben. Also wirklich ein einmaliger Effekt, super Effekt mit dem Galvanik eingeschleust, glättet sofort aus. Natürlich händisch wird es natürlich eine gewisse Gewohnheit brauchen. Auch wichtig, sehr reichhaltig, nicht bei Unreinheiten. Ja, also wenn irgendwo großbohrig und viele Linien und Falten sind, da würde ich halt schon schauen, ist da vielleicht schon ist es jetzt vielleicht im Augenbereich, kann man sicher verwenden. Wo ich es da nicht verwenden würde, ist da nasolabial oder im Stirnbereich, wenn man eher zu Unreinheiten neigt, weil da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, ich kann ihn nicht verwenden. Ja, also sehr, sehr reichhaltig. Dann haben wir True Face Essence Duet. Das ist fürs Dekolleté. Auch ganz was Reichhaltiges, das ist das Serum und ein feinmolekulares Solution in Kombination. Da ist wirklich, sage ich, faltriges Dekolleté, schon ein bisschen reifere Haut. Wenn ich ein Seitenschläfer bin, dann habe ich da immer die Falten und habe natürlich auch da so eine, ein Halsbereich, mega Effekt, schon ein paar Mal schmieren, da kann ich das richtig schön straffen und einarbeiten, natürlich auch im preisklassigen Bereich, gell? Wenn natürlich eine Kundin sagt Dekolleté und Hals, das verrottet meistens das richtige Alter, weil im Gesicht, da sind sie alle fest beim Pflegen, beim Schmieren und Halsdekolleté wird meistens vergessen. Da rate ich natürlich an, Lumispa fürs Gesicht, dreimal die Woche Halsdekolleté und danach eben dieses Duett. Ganz mega Erfolge, auch in der BigBig-Kundengruppe, kannst du reinschauen, da haben Beraterinnen wirklich von Kunden noch ein paar Mal schmieren, die Resultate eingeben, wie glatt und ebenmäßig Dekolleté-Bereich ist. Dann haben wir die Essence Ultra Perlen. Natürlich auch ein Serum, ganz was Reichhaltiges. Ich muss sagen, ich verwende es im Augenbereich. Weil es sehr reichhaltig ist, kann man natürlich im ganzen Gesicht verwenden. Reinigung, Gesichtswasser, danach eben die Perlen oder vorher das Serum. Kommt immer darauf an, wie feinmolekular ist das Produkt. Man kann sich immer das Produkt anschauen und sieht dann die Dicke oder die Konsistenz des Produktes und nach dem geht man wirklich stufenweise. Natürlich gibt es jetzt nicht eine Kundin, die das alles verwendet, außer ich. Na, Spaß. Aber da muss man wirklich die Schritte einhalten, also zuerst Augen, dann könnte man, also Augencreme, Augenaufsatz, man könnte dann noch die Essence Ultra Perlen verwenden. Ich habe auch zwei Kundinnen, die machen das so unter anderem. Wie schaut das aus? Da ist also eine Perle, die mache ich dann so, ich weiß nicht, ob man sieht, die mache ich dann sozusagen vorne, schneide sie auf, ganz was Feines. Es ist also eine Konsistenz, ist ein bisschen ölig, kommt es vor, aber die Haut nimmt sofort auf. Also auch wirklich ganz ein hochwertiges Produkt, ganz ein feinmolekulares Produkt im Faltenbereich natürlich anzuwenden, im ganzen Gesicht anzuwenden, zweimal täglich ruhig, aber muss man wirklich auch schauen, im ganzen Gesicht wirklich schauen, dass man nicht zu Unreinheiten neigt. Also auch sehr reichhaltig. Und dann haben wir noch das True Face Gesichtswasser. Das habe ich jetzt gar nicht da. Das ist mit Grüntee. Das empfehle ich immer so wirklich dieser antioxidative Stress oder Schutz von außen. Also wenn ich wirklich sage, Koparose, wenn Rötungen viele vorhanden sind, ganz schützt. Muss aber jetzt nichts mit feinporig oder älterer Haut zu tun haben. Auch im Nasenbereich fängt es vielleicht schon an. Oder wirklich sehr, sehr rot. Da mit diesem Grüntee habe ich da wirklich diesen Schutz. Und muss sagen, kriegt man auch, es dämmt ein bisschen diese Rötungen. Ja, also bei Koparose, das kann man ja nicht wegkriegen, man kann es nur eindämmen, schauen, dass man viel Pflege verwendet, viel Feuchtigkeit verwendet, aber das Wichtigste, Sonnenschutz, Sommer wie Winter, ja, also bei den Rötungen. Das ist ein Gesichtswasser, das verwende oder das empfehle ich dann eben bei Koparose-Typen. So. Ist das jetzt die Priming Solution gewesen? Gell? Genau. Ja, genau. Also da habe ich mega Erfolge und das mache ich wirklich bei allen, die zu Koparose, Rosazea neigen. Das merkt es vor allem, wenn es da im Nasenbereich und da im Wangenbereich wirklich diese roten Linien sozusagen haben. Also ich habe da wirklich Kunden, wir haben das so gut wie wegkriegt, diese Rötungen. Natürlich haben die dann auch den Lumisensitive dazu. Natürlich haben die zum Beispiel auch Rejuvenating dazu. Das ist einfach auch die Kombi. Rejuvenate, genau. Aber ich muss sagen, das unterschätzen die Leute meistens, weil das ist, Koparose ist, okay, Alkohol, zu wenig Wasser, Rauchen, viel Stress, aber natürlich auch Arterienwandschwäche angeboren. Wenn ich zu Besenreiser, zu
Krampfadern, dann wäre natürlich auch da in dem Bereich. Unsere Gesichtshaut ist immer allen ausgesetzt. Extreme Hitze, also extreme Hitze, ganz, ganz schlimm, extreme Kälten auch, wird meistens unterschätzt. Die Personen müssen auch im Winter einen 50er Lichtschutzfaktor verwenden. Gell? Also Rejuvenating dann eher als Nachtcreme, eben dieses Arterienwandstärkende Creme, aber nicht unterschätzen, weil sie hat ja keinen Lichtschutzfaktor. Aber ich glaube, zu der Creme kommen wir dann oder die, oder die Complexion Protection drüber, genau. Da kann man natürlich das jetzt in Kombi, vorher haben wir das Problem gehabt, dass wir die Complexion Protection nicht gehabt haben. Gell? Nächste Serie, 180 Grad Serie. Das ist eine Serie für Falten, für Pigmentflecken, für große Poren, für alle, die vielleicht ja, viele Unreinheiten schon bekämpft haben, wo ihr schon eine Pflegeroutine habt und dann natürlich das Hautbild nochmal verfeinern will, Pickelnarben aufhellen, also wirklich eine Bandbreite, für die Haut sozusagen, wo ich das verwenden kann. Natürlich muss ich schauen, ich habe da Vitamin C drinnen, fange dann gleich einmal mit dem Face Wash an, das habe ich da, ich weiß nicht, ob ich die anderen Produkte alle mit. Face Wash ist also eine zähflüssige Konsistenz, reagiert dann erst mit Wasser sozusagen. Ja, muss man schauen nochmal. Ich reinige zuerst mit dem Lumispa und dann natürlich, ich muss noch was abwischen, Lumispa, dann aufs angefeuchtete Gesicht, trockene Finger, trage ich das auf. Das ist ein aktives Vitamin C, das wirkt sozusagen sofort bohrenverfeinernd, aber hat auch diese aufhellende Wirkung. Natürlich schauen, nicht einer Pflegeeinsteigerin geben, das ist schon eine Serie, da muss die Haut schon auch ein bisschen was gewöhnt sein. Oder ich begleite diese Person und sage, okay, die oder die Kombi auf keinen Fall, dass sie jetzt alle Produkte aus dieser Serie verwendet. Ja, also, dass man da nicht die komplette Serie gibt, auch wenn es die Kundin vielleicht will und sagt, Pigmentflecken, Füllfaltenlinien, dass sie da jetzt die Pads, das Fluid, was man immer verwenden kann, das ganze Jahr über, ist aus der 180 Grad das Gesichtswasser. Das hat eben so Extrakte drinnen, Pilzextrakte, was extrem bohrenverfeinernd sein, Linien und Fältchen. Ich muss sagen, aus allen Produkten ist mir das liebste Gesichtswasser. Natürlich eine 180 Grad Serie, schon eine reifere Haut. Ich sage einmal, ab 30 kann man das schon verwenden. Linien, Falten, feinere Poren, also wirklich aufhellende Wirkung, glättende Wirkung. Ja, eben das Face Wash zu verwenden, kann man, ja, ich sage so per etappenweise, ich würde es jetzt nicht das ganze Jahr zweimal täglich verwenden. Natürlich muss ich die Haut da immer abstimmen oder die Produkte abstimmen auf die Hautzustände, auf die Jahreszeiten sozusagen. Ja, dann gibt es noch eine Nachtcreme und dann gibt es noch einen UV-Blocker sozusagen als Tagescreme. Haben halt beide, also hat die Tagescreme einen Lichtschutzfaktor von 18, glaube ich, gell? Relativ. Wobei das ja 18, wobei das ja UV-Blocker ist. Also da ist ja nicht nur das UV, dieser UV-Schutz drin, sondern da ist wirklich nur mal ein Blocker drin. Und zu der Serie muss ich einfach sagen, es ist die Serie, mit der man eigentlich wirklich, abgesehen jetzt vom Lumion, von den Geräten, die größten Veränderungen haben. Also ich sage, neben der Akne-Serie, ja, ist die 180 Grad wirklich eine Serie, die die Haut um 180 Grad dreht. Und wenn ihr einen Kunden habt, und ihr bezüglich schon mehrere, und ich muss sagen, ich habe als Neustarter immer Angst gehabt vor der Serie, weil sie immer gesagt haben, begleitet bei der Serie den Kunden, da kann sie auch wirklich die Haut schälen. Ja. Und am Anfang ist man natürlich nervös und sagt, man, der brennt das jetzt, oder man, da geht die Haut um, aber mit der Erfahrung lernt man einfach, okay, das ist normal. Man kann dann ruhig und entspannt reagieren und einfach sagen, ja, passt, tu mal ein bisschen Hyaluronspray, ich schaue mir das jetzt nochmal an, tu mir vielleicht einmal nur einmal täglich oder alle zwei Tage das mit der Reinigung. Erkennt sie bitte ganz kurz, ich rede da. Und jetzt haben sie ganz durcheinander gebracht da.